Hallo und Servus beim aktuellen Vitaltipp. Was glaubst du, was ist ein Fußballer, also Profisportler, vor einem entscheidenden Einsatz? Ich habe vor kurzem in einem Hotel eine Fußballmannschaft getroffen und habe mich interessiert, was essen die vor einem Spiel? Und diese spezielle Mannschaft, bei der ist es am nächsten Tag um den Aufstieg in die nächste Liga gegangen, also in die erste Liga, von der zweiten in die erste Liga. Und da geht es ja um was. Und da habe ich mir gedacht, was werden denn die essen? Als letzte Mahlzeit vor dem Spiel. Und dann habe ich echt gestaunt. Die trinken Kaffee und essen was Süßes aus der Küche. Kugelhupf, Strudel, ein Nusszopf. Und ich habe wirklich noch einmal nachgefragt. Kann es wirklich sein? Ja, die essen das. Wie geht es dir, wenn du das isst am Sonntagnachmittag? Bist du nachher voller Vitalität und Dynamik und konzentrierst dich und du bist voller Tatendrang und du möchtest 90 Minuten auf das Spielfeld und Fußball spielen? Ich nicht. Ich nicht. Also, wenn die Mannschaft den Aufstieg schafft, dann kann es ja sein, dass die gegnerische Mannschaft vielleicht noch Ärger mit Essen sündigt. Also vielleicht essen die nachher einen riesigen Schweinsbraten vor dem Spiel. Nachher kann es gelingen. Auf jeden Fall, wenn die Mannschaft wirklich aufsteigt, nachher muss sie sich über Ernährung noch ein bisschen Gedanken machen. Wenn ich Konzentration, Vitalität und Dynamik abrufen will, nachher muss ich das zuerst schon mal zuführen, durch die richtige Ernährung. Aber machen wir keine Matura daraus, jedem das Seine, mir das Meine und dir Deins. Bei dem Vitaltipp geht es darum, immer wieder neue Dinge aufzuzeigen, wo du sagst, okay, das gefällt mir, das ist interessant. Und anderes eher nicht. Aber darum kommt er alle Woche neu, also jede Woche, immer am Samstag. Ich freue mich auf den nächsten. Wir sehen uns. Vierte Servus, mach's gut.